Hallo und herzlich willkommen zurück zu Borderlands 2. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier sind wir letztes Mal stehen geblieben. Wir müssen unseren Kumpel Sir Hammerlock retten, genau. So wie ist der gute Mann? Hey, ja, wie gefällt dir das Paradies? Ich dachte, die Heimat der Jacobs Corporation wäre weniger. Tja, wie soll ich sagen? Dreckslöchrig? Gefährlicher Ort, dieses Eden-Sex. Erinnert mich an zu Hause. Dieses Marley-One-Sponsoring war ein Reinfall, aber wir halten unser Katagawas Mordtagebuch. Dieses Mal bin ich also bamfartig zum Abendessen reingeplatzt und hab den Boss von Jacobs ausgesaugt. Boom, erledigt. Hab stattdessen eine loyale Marionette installiert und die ist eine Nummer für sich. Eine echte Eiskönigin. Sie kümmert sich ums Geschäft und sorgt bei den Einheimischen für Ordnung. Noch ein reiches Miststück an der Spitze. Wie schön. Alles klar. Auf jeden Fall sind wir hier in der letzten Folge stehen geblieben. Die Kladikas haben unseren alten Kumpel Sir Hammerlock entführt. Wer ihn nicht kennt, den gab es auch im Borderlands 2 und im 1er auch. Also auch eine ikonische Figur. So, wo müssen wir denn hinfahren? Oh, wir hätten da. Okay. Wir müssen jetzt hier links rumfahren, außenrum. Gut, und falls euch die Folge gefällt, könnt ihr natürlich auch einen Daumen nach oben da lassen und ein Abo, ich würde mich freuen. Oder falls ihr vielleicht auch die letzte Folge verpasst habt, könnt ihr auch die in der Playlist abchecken. Und ja, dann fahren wir mal hier zum Wegpunkt und fahren zum Amboss. So, okay, rechts rum. So. Mal schauen, wo wir diesmal hinkommen. Okay, wir müssen anscheinend hier in dieses Biom. Wir müssen ja jetzt hier einen auf Prison Break machen, anscheinend. Und Hammerlock aus den Fängen der Calypso-Zwillinge retten. Und ja, ich hoffe mal, das gelingt uns. Und ja. Gut, anscheinend müssen wir uns hier gleich zu Beginn durchballern. Munition haben wir hoffentlich genügend. Ey, aber das sieht echt aus wie ein Gefängnis. Das Team, das ich reingeschickt habe, antwortet immer noch nicht. Da muss was passiert sein. Mach das Tor auf, Kammerjäger. Klar, aber zuerst, wie komme ich denn da hoch, um dieses Teil für den Leon Ding hier zu aktivieren? Okay, dann halt nicht. Gut, dann erschießen wir die mal. Oh. Die Waffe ist richtig ungenau. Oh mein Gott, mein Aim ist schlecht. Oh, es gibt anscheinend auch Flammenwerfer, Psycho. So. Oh, oh. Na komm. Okay. Na komm schon. Na bitte, nein. Oh, oh. Komm, Freunde. Oh mein Gott. Na. Okay, perfekt.
Ach ja. So, manchmal shooten macht schon Spaß. Gut. Wir müssen anscheinend hoch und eine Konsole aktivieren. So, haben wir hier noch in den Schränken was? Keine Ahnung, brauchen wir nicht. So. Oh, ist das Brick? Ey, Brick! Den gab's den zweiten auch. Was ein Ehrenmann. Oh ja, noch ein Kammerjäger. Dieser Job wird immer besser. Hilf mir einfach, das Ding zu erledigen, dann reden wir. Klar, Bruder. Oh. Okay. Na? Okay. Oh, Brick. Er kämpft hier tatsächlich nur mit seinen Fäusten. So. Okay. So. Ja, wir laufen jetzt safe durch. Perfekt. Oh. So. Oh, perfekt. Okay, na komm. Oh, er kämpft mit Machete und so. Oh. Na. Und lecker. Okay, na komm. Na. Perfekt. Eieiei. Oh, aber die Gegner werden auch immer härter. Das merkt man hier. Ja, ja, ja. Also der Revolver gefällt mir nicht. Alles klar. Okay. Oh. Na, das ist sicher. Eieiei. Oh, na komm, Brick, fett und. Okay, perfekt. Zack. Oh. Da kommt der mit der Machete auf uns zu. Perfekt. So. Ja, die Waffe können wir mitnehmen. Eieiei. Ich kann die Kraft, ihr wisst doch, dass ihr keine Chance gegen uns habt.
Oh, hier sind auch noch ein paar. Ah, Ballesting. Oh. Der Blick hat den ein bisschen leicht weggeschlagen. So. Halten wir drauf auf dem Badass-Ding. Püppchen. Ah ja. So. Der Badass-Ding ist halt unten. Ah, ich glaube, wir kriegen das sogar. Oh. Nice and break. Oh, er kam da runter. Du erinnerst mich an meinen Bruder. Der war auch so groß. Break. Kommst du auch wieder hoch? Break. Ach, muss ich jetzt extra runterkommen? Ach nee, wir müssen mit dir reden. Gut, dass du hier bist. Es ist kompliziert. Ich habe auf das Signal unserer Sprengstoffexpertin gewartet, aber etwas lief schief. Waren wahrscheinlich Fanatiker oder KDK oder wie die jetzt heißen. Der Name ist egal, solange ich ihn zusetzen kann. Richtig zusetzen. Ich bring dich zu unserer Sprengmeisterin T. Ach. Wir sollen ja Codenamen verwenden. Crunkhäschen braucht deine Hilfe. Mir nach! Alles klar. Gut, dann warten wir mal hier auf Brie. Alles klar. Man nennt mich den Türsteher. Und Meatslap. Ich bin vielseitig. So geht's natürlich auch. Einfach auf die Sicherheitskonsole schlagen. Alles schlechter hier bisher. Oh oh. Naja. Man sollte hier defensiv schwingen. Und nicht immer aggressiv reinpushen. Weiß euch das, Freunde. Ja, also ich hoffe, wir finden bald eine neue Pistole oder einen Revolver, weil der gefällt mir hier nicht. So. Achso. Oh. Oh oh. So. Ei, ei, ei. Gegner. Ei.
So, ich frag mich ja. Brick ist ja hier und hat ja anscheinend ein Team gezeigt. Ich vermute, dann hat er wahrscheinlich hier noch, wie hieß sie denn? Tiny Tina? Weiß ich, weil die war ja zwar die Sprengstoff-Expertin. So gesehen. Und Mordecai, der schafft es. Brick? Na komm. Jawohl, kommt nicht, legen wir auch noch rum. So. Hoffentlich geht es Hammer noch gut. Gut, aber da würde ich hier an der Stelle einen Cut machen, falls euch die Folge gefallen hat. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, checkt auch die Playlist ab. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Borderlands 3. Wird dieses Mal eine kürzere Folge, da ich noch andere Sachen zu erledigen habe. Ich hoffe für euer Verständnis. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao!